Meine Lieben, da habt ihr mich gesehen, wie ich da lag, im Geburtshaus auf der Liege. Und ich wollte euch erzählen, wie denn so mein erster Vorsorgetermin bei der Hebamme war. Denn, also ich bin ja jetzt in der 18. Woche und ich hatte ja erst einen Frauenarzttermin in der 11. Woche. Da wurde auch ein kurzer Ultraschall gemacht. Aber das war jetzt meine erste richtige Vorsorgeuntersuchung. Und für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten, ich oder wir haben uns auch gegen eine Vorsorge beim Frauenarzt entschlossen. Also wir gehen gar nicht mehr zum Frauenarzt, das macht alles die Hebamme. Und wir haben Glück, dass wir ein Geburtshaus gefunden haben, das das auch so unterstützt. Es gab nämlich auch einige Geburtshäuser, die gesagt haben, man müsste für drei Ultraschalls, also diese Hauptultraschalls, müsste man zum Frauenarzt gehen. Wir haben jetzt das Glück, dass wir ein Geburtshaus gefunden haben, die das so machen. Also die machen einfach die komplette Vorsorge selber. Und ich wollte euch heute erzählen, was dabei rumgekommen ist und was die Hebamme alles so gemacht hat. Denn das wusste ich vorher nicht und das fand ich ganz interessant, was die alles so kann. Erstmal sind wir zu spät gekommen. Das passiert uns eigentlich nie. Wir sind überpünktlich normalerweise. Wir fahren ungefähr eine Stunde von hier bis dorthin und sind auch rechtzeitig losgefahren. Allerdings war dann eine Autobahnauffahrt. Also wir mussten abfahren und dann woanders wieder auffahren. Und diese Auffahrt war gesperrt. Dann kam noch der riesen Gewitterkrach, Unwetter. Und oh mein Gott, ja, somit sind wir dann Viertelstunde ungefähr zu spät gekommen. Ich hatte die Hebamme schon informiert und die hat gesagt, kein Problem, ganz entspannt, ich bin hier und alles wird gut, lassen Sie sich Zeit, so nach dem Motto. Ja, und dann sind wir halt angekommen und die ist super nett, diese Hebamme. Erstmal müssten wir halt, es ist ja Corona, Mundschutz natürlich und Hände waschen, desinfizieren. Da musste ich Urin abgeben, das passt. Ich muss sowieso zurzeit immer auf Toilette. Und ja, dann habe ich halt Urin abgegeben. Dort wurde dann Eiweiß. Ich schau mal eben, was alles kontrolliert wurde. Eiweiß, Zucker, Nitrit und Blut wurde kontrolliert. Und alles ist super. Also also ich muss nicht diesen Zuckertest machen und so. Und selbst wenn sie hat gesagt, selbst wenn sie jetzt im Urin regelmäßig Zucker hätten, dann würde sie das halt im Blut testen. Also nicht dieses Glukose-Gesöff, sage ich jetzt mal dazu, beim Frauenarzt, sondern halt, das würde im Blut getestet werden, aber halt auch nur, wenn man ja Anzeichen dafür hat, dass man Schwangerschaftsdiabetes hat. Und das finde ich sehr gut, denn als ich beim Frauenarzt war in der 11. Woche, da wurden mir sofort so viele Termine aufgebrummt, was alles zur Vorsorge, also Sorge wirklich groß geschrieben, Sorge, bevor überhaupt irgendwas ist. Und das ist bei der Hebamme da überhaupt nicht. Und wie gesagt, das Urin war alles super. Und dann musste ich mich auf eine Liege legen, hat sie erstmal getastet, sagt sie, jetzt fühle ich mal, wie rum das Kind liegt. Und ich hatte schon vorher vermutet, dass es jetzt mit dem Kopf nach oben liegt. Also vorher lag das, oder der, wir sagen immer der, so, vorher lag der so quer, weil dann habe ich die dritte hier immer in der Seite gespürt. Und seit gestern spüre ich die hier unten. Und so hatte ich vermutet, aber ich war mir natürlich überhaupt gar nicht sicher, weil in meiner ersten Schwangerschaft habe ich mir so gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja, das war einfach so, das war auch schon 10 Jahre her. Und sie hat meine Vermutung bestätigt. Sie sagt, ja gut, das ist jetzt noch so klein, in Anführungsstrichen. Also wenn sie so drückt, dann flutscht das so weg, das Baby. Ne? Aber sie konnte den Kopf halt oben ertasten. Und da habe ich mich voll gefreut, dass ich richtig lag. Und sie hat auch gesagt, dass sie mir später, wenn der größer ist, oder sie, wir sagen halt immer er, dann zeigt sie mir, wie ich das ertasten kann, das Köpfchen und alles. Ne? Und da freue ich mich auch richtig drauf, dass ich das dann selber abtasten kann. Ja, und dann hat sie das CTG halt, da musste ich mir so ein Schlauchband ummachen und dann hat sie das einmal das für die Herztöne nur so dran gehalten,
Und beim dritten Mal dranhalten, dann hat, also sie musste halt suchen, die Herztöne. Hat sie dann die Herztöne gefunden und dann haben wir zum ersten Mal die Herztöne von dem Baby gehört und das war so schön, ne? Bei mir sofort wieder Pipi in den Augen, total gefreut. Ja, dass da einfach alles in Ordnung ist und dass man das gehört hat und dann hat man auch mal so buff, buff gehört und hat sie gesagt, ja, das tritt halt, ne? Das wehrt sich so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber fühlt das irgendwie so die Schallwellen oder so, vielleicht deswegen, ne? Nein, da sind keine Schallwellen. Keine Ahnung, ob das stimmt, das weiß ich nicht, aber es war auch nur ganz kurz. Nur einmal so reingehört, drauf gehalten, hat sie es weggenommen und dann hat sie da geguckt mit dem anderen Teil, ob Venentätigkeit da ist. Das hatte ich dann so 3-4 Minuten ungefähr am Bauch und auch nichts. Also sagt sie, ist alles super, alles in Ordnung. Dann hat sie gefragt, ja, wie ich mich fühle, ob ich Beschwerden habe oder so. Entschuldigung, weil ja, man könnte halt auch, sie sagt, macht sie nicht einfach so eine vaginale Untersuchung, sagt sie, wenn sie sich super fühlen, dann brauchen wir die auch nicht machen, sondern wenn sie jetzt sagen, sie haben Schmerzen oder so, dann würde man das machen, aber habe ich ja nicht, von daher alles gut, musste ich das nicht machen. Und ja, dann haben wir auch die Anmeldung für den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, das machen wir auch in diesem Geburtshaus, denn also ich fand das ganz interessant, das mitzumachen, einfach um zu sehen, wie die arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine, also was die so von mir erwarten quasi bei der Geburt, um zu sehen, wie die arbeiten. Und ich habe damals ja in England entbunden und dort war der Geburtsvorbereitungskurs etwas anders. Da kriegt man halt, also damals, vor 10 Jahren, kriegt man halt einen Brief per Post und da steht dann drin, an dem und dem Tag kommst du zum Krankenhaus und dann hast du da deinen Geburtsvorbereitungskurs. Und dann sitzt man mit 50 anderen schwangeren Frauen in einem Raum oder 100, keine Ahnung, es war richtig voll dieser Raum, es waren ganz viele schwangere Frauen da und vorne steht eine Hebamme. Und die erzählt einem dann ein bisschen was. Ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Hallo? 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 Man sieht dich nicht. Was möchtest du denn? Warum? Wen chattest du? Ich chatte mit den Leuten. Ja, ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber ich würde jetzt so im Nachhinein sagen, es war ungefähr eine Stunde, wo die Hebamme da etwas erzählt hat. Also es war nicht so lange und das war es dann halt mit dem Geburtsvorbereitungskurs. Und den wir jetzt haben, das ist halt einmal die Woche an einem Abend, leider online, weil halt wegen Corona. Und sie hat uns auch gefragt, ob wir das jetzt machen möchten, also ab 18. August oder so. Da habe ich gesagt, weil wir halt umziehen, wäre das schön, wenn wir das erst später machen könnten. Und deswegen machen wir es im Oktober. Und ich glaube, das geht über 6 Wochen oder so. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist halt mehrere Abende und ich glaube immer so eine Stunde oder anderthalb und auch mit dem Partner. Und ja, bin ich ganz gespannt. Ich dachte, schaden kann es ja nicht. Ja, hallo. Zeig dich doch mal. Du bist schüchtern. Du bist schüchtern, jo. Jetzt auf einmal. Was denn? In der Schublade waren noch meine geilen Frikadellen. Hm. Und ich habe keine gegessen. Jetzt will er auch. Er will auch in die Kamera. Aua, aua, ihr seid doof. Jetzt sind doof. Was für eine Familie. Ja, aber selber macht er Rundumschlag heute. Mein Rundumschlag? Baby gemacht haben. Das hat so einen Küsselkörper gemacht. So hat es sich angefühlt zwischendurch. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Beim Geburtsvorbereitungskurs. Dass wir den machen im Geburtshaus. Und ja, ich kann ja mal gucken, was sie noch so eingetragen hat in den Mutterpass, also halt das Datum. Dann hat sie eingetragen, dass Herztöne da waren, dass Kindsbewegungen da waren, keine Ödeme und kein Varikosis.
oder so. Und Blutdruck war auch in Ordnung, irgendwie 126 zu 76 oder so. Also alles tutti. Muss ich mir keine Gedanken machen. Das ist genau das, was ich wollte. Also, wie gesagt, ich bin in der 18. Schwangerschaftswoche und ja, gerade jetzt spürt man ja schon so die Bewegung und alles vom Kind. Und dann kann man sich ja sowieso schon sicher sein, ja, es lebt und es wird schon alles in Ordnung sein. Aber die Zeit, bis man diese Bewegung gespürt hat, hatte ich natürlich auch meine Momente, wo ich dachte, ob da alles okay ist und so. Und also es gibt ja sogar welche, die sich diesen Doppler oder wie das heißt, dass man die Herztöne selber hören kann, im Internet bestellen, um das zu Hause zu machen, um mit der Familie die Herztöne zu hören, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß, die Verführung ist voll groß, das zu machen, aber die haben dann, also ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo alle halt im selben Monat ungefähr entbinden und die haben dann den Herzton nicht gefunden, so in der 12. Woche oder so. Und dann die Posts, könnt ihr euch vorstellen, wie verrückt die sich gemacht haben. Da haben die das nicht gehört, den Herzton nicht gefunden, stundenlang da rumgewurstelt, sich Sorgen gemacht, sind dann ins Krankenhaus gefahren, um das kontrollieren zu lassen. Und ich habe immer wieder versucht, wenn ich so meine 5 Minuten hatte, das war jetzt auch nicht täglich oder so, es war halt ab und zu mal, dass man so gedacht hat, na, ob da alles okay ist, dass ich mir immer wieder gesagt habe, Michaela, es ist alles okay, dein Körper kann das, dein Körper ist dafür geschaffen und alles wird gut sein und du hast keine Blutung und ja, solange du keine Blutung hast, ist alles in Ordnung. Ja, und Bernd hat mich da auch immer super unterstützt, der hat auch immer gesagt, Michaela, es ist alles in Ordnung, mach dich nicht verrückt. Ja, und dann war das gut und jetzt ja, ist ja schon so weit, sag ich mal, dass man die Bewegung spürt und alles in Ordnung ist. Das ist super. Ja, wenn ich daran denke, also ich bin richtig glücklich, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben. Wenn ich beim Frauenarzt gewesen wäre, da wäre bestimmt schon des Öfteren irgendwas gewesen, wo ich mich verrückt gemacht hätte. Und wenn das Kind nur beim Ultraschall irgendwie, oh, das ist, muss eine Woche zurückdatiert werden, weil das ein bisschen kleiner ist als der Durchschnitt oder so. Da macht man sich ja sofort immer Gedanken und ja, bin ich froh, dass ich das alles nicht mitmachen muss. So, ja, das war mein erster Vorsorgetermin bei der Hebamme. Ich freue mich, ich kann euch ja nochmal das Ultraschallbild zeigen, was ich bei meinem ersten Frauenarzttermin bekommen habe. So, ne? Da. Da ist das kleine Würmchen. Das war die 11. Woche. Da hat man auch schon das Herz schlagen sehen, aber da hat er uns nicht hier angemacht zum Hören. Weiß ich nicht, ob man das dann noch nicht gehört hätte. Wir haben es, wie gesagt, heute zum ersten Mal gehört und das ist so schön. Ja. Okay. So. Muss ich wieder einpacken hier den Mutterpass. Das war's für heute. Ich freue mich, ich kann gleich ganz schön beruhigt schlafen gehen. Und in 2 Wochen gibt es dann das nächste Update. Da habe ich ja wieder den Termin bei der Hebamme. Und ich bin gespannt, was sich dann ergibt. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!